Gerd Schwandner ist sicher nicht der beliebteste Oberbürgermeister, den die Stadt Oldenburg jemals hatte. Die Zahl der Kritiker ist groß, die Zahl der Kritikpunkte auch. Gleich zweimal wollte ihn die Politik schon mal loswerden. Wir vom Oldenburger Lokalteil wollten von Schwandner wissen, wie er die Dinge eigentlich sieht und was er mit der Stadt eigentlich noch vorhat. Herr Schwandner, seit 5 Jahren sind Sie jetzt Oberbürgermeister. Kritiker werfen Ihnen ganz gerne vor, dass Sie auch nach 5 Jahren noch nicht richtig in Oldenburg angekommen seien. Wie sehen Sie das? Sind Sie es? Klar bin ich das. Ich bin ja schon ganz früher in Oldenburg angekommen. Ich kenne ja Oldenburg ganz gut aus meiner Bremer Zeit, Anfang der 90er Jahre. Damals war ich relativ häufig hier und auch Anfang 2004 und folgende war ich häufig in Oldenburg und fand die Stadt immer ganz prima. Insofern, das mit dem Ankommen war gar kein Problem. Zum einen, weil die Oldenburger ja sehr offen einem entgegenkommen und zum anderen, es gibt ja nicht ein Oldenburg, sondern es gibt ja ganz unterschiedliche Facetten hier der Stadtgesellschaft. Und da ist natürlich klar, dass man eine unterschiedliche Nähe zu den verschiedenen Gruppierungen entwickelt. Das ist völlig klar. Es gibt natürlich auch typisch oldenburgische Befindlichkeiten, wo Sie dann das ein oder andere Mal vielleicht auch in ein Fettnäpfchen getreten sind, dass es nur hier in dieser Stadt gibt. Als Beispiel möge gelten, dass Sie einmal über die Bebauung einer Kloppenburger Straße als Hutzelhäuschen gesprochen haben. Das hört man in Oldenburg nicht gerne, weil man hier so stolz auf die kleinteilige Bebauung ist. Mhm. Meinen Sie, dass Sie diese typische Oldenburger Befindlichkeit mittlerweile ganz gut kennengelernt haben? Ich kenne die Oldenburger Befindlichkeiten ganz gut, aber ich spreche auch absichtlich im Plural, weil es ganz unterschiedliche Positionen dazu gibt. Die Kloppenburger Straße muss man einfach sehenden Auges mal entlang fahren. Das ist sicherlich von der Architektur her nicht unbedingt das Highlight hier in Oldenburg. Das haben auch ganz viele mir dann zurückgespiegelt. Das Wesen von Oldenburg ist in der Tat die Art der Bebauung, aber auch die ist ja uneinheitlich. Da müssen Sie nur sehen, wie die Innenstadt ist oder das Doppenviertel unterscheidet sich nun deutlich von Ofenadiek. Also das heißt, da sind wir auch sehr heterogen aufgestellt und den Kern eigentlich, das was Oldenburg ausmacht und was auch die Schönheit von Oldenburg ausmacht, das sind sicher auch die klassizistischen Bauten hier in der Stadt. Also man muss nicht unbedingt an einer Kohlfahrt teilnehmen oder Heil dir Oldenburg unter der Dusche pfeifen, um als Oldenburger. Nein, das nicht. Abgesehen davon, viele Oldenburger sind ja auch hier nicht geboren. Das heißt, es ist ja eine Stadt, die einen hohen Zuzug hat. Und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg. Oldenburg wäre nicht so groß, wenn es nicht die ganzen Flüchtlinge gegeben hätte, die hier nach Oldenburg gekommen sind. Und die Stadt ist ja nun auch sehr heterogen, internationaler, weltoffener aufgestellt, als das vielleicht vor 50 oder 100 Jahren war. Wobei vor 150 war es dann nochmal anders. Wo Sie gerade Zugezogene erwähnen, Sie sind ja auch einer. Was hat Sie eigentlich damals bewogen, für dieses Amt zu kandidieren? Sie sagten gerade, Sie kannten Oldenburg schon vom Leben her, haben hier allerdings nicht gewohnt. Also ein bisschen Bezug, aber kein allzu großer. Was war Ihre Motivation, hier Bürgermeister zu werden? Naja, es gibt ja immer ein ganzes Bündel von Motivationen. Die erste ist, wer bringt einen da drauf, hier zu kandidieren? Und ich bin gefragt worden von dem damaligen Wissenschaftsminister, der auch meine politische Vita kannte. Das fiel deswegen bei mir auf fruchtbaren Boden, weil ich ja seit vielen Jahrzehnten politische Erfahrung habe und weil ich die Stadt kannte. Und dann muss man für sich natürlich auch entscheiden, ob man mit dem, was man kann, zu der Stadt passt, wofür man kandidiert. Und da war und bin ich der festen Überzeugung, das war damals eine richtige Entscheidung. Habe ich auch nie bereut, ist eine richtige Entscheidung. Und jetzt schauen wir, wie die nächsten 3 Jahre dann insgesamt meine 8-jährige Amtszeit dann für die Stadt etwas bewirken können. Hatten Sie dann, bevor Herr Stratmann Sie angerufen hat, sowas im Blick, also Ihre politische Karriere wieder aufzunehmen gewissermaßen? Nee, ich war ja damals Hochschullehrer in Karlsruhe. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich hatte mir auch gerade neue inhaltliche Felder erarbeitet. Ich habe dann relativ viel in den letzten Jahren im Bereich Tourismus gemacht, jetzt neben Marketing, Konsumgüter. Also insofern war ich jetzt in Karlsruhe nicht auf dem Absprung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Herausforderung, für ein solches Amt zu kandidieren, weil es ja doch sehr auf die Person auch zugeschnitten ist. Also es war natürlich auch eine Neugierde in gewisser Weise und man muss auch sehen, bestimmte Rollen passen oder Positionen passen zu unterschiedlichen Alters, das man selbst dann hat, auch ganz gut. Und ich glaube, dass man, wenn man Mitte 50 war, so wie ich das damals war, dann hat man auch vielleicht die politische Reife, in Anführungszeichen, oder auch die Lebenserfahrung, um ein solches Amt auszufüllen. Wo Sie gerade diese Herausforderung erwähnen, was war das
für Sie? Also wenn man jetzt mal das berühmte Zitat von Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, mal außen vor lässt. Ja. Wie sieht Ihre Vision für Oldenburg aus? Wo soll die Stadt 2014, wenn Ihre Amtszeit endet, sein? Ja. Das haben wir ja relativ früh formuliert, nach etwa einem halben Jahr, Anfang 2007, als wir die Stadt noch mal genau analysiert haben. Das mache ich ja nicht alleine, sondern immer mit einer ganzen Gruppe von Mitarbeitern oder auch von Leuten, die einen beraten, die die Stadt vielleicht noch länger kennen oder länger kennen als man selbst. Und wir haben gesehen, das Potenzial, was Oldenburg hat, ist, dass es sich großstädtischer im Sinne einer wissenschaftsorientierten, wissenschaftsgetriebenen Großstadt versteht. Und deswegen hatten wir ja dann im Frühjahr 2007 uns überlegt, dass wir uns nochmal für Stadt der Wissenschaft bewerben. Da hatten wir auch die einstimmige Unterstützung des Rates, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist zu wissen. Und wir haben da mit einem, wie ich finde, klugen Konzept uns beworben. Wir haben ein Claim auch entwickelt, Übermorgenstadt, da kommen wir ja sicher noch drauf. Und wir haben dann alle handelnden Akteure im Bildungswissenschaftsbereich, aber auch darüber hinaus, gemeinsam in ein Netzwerk eingeschworen. Und das war wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum wir dann im Jena im Februar 2008 dann gegen Konstanz und gegen Lübeck, die uns ja gar nicht auf der Rechnung hatten, dann auch gewonnen haben. Und wir hatten ja damals auch schon formuliert, wohin sich Oldenburg entwickeln muss. Das passt eigentlich auf eine Folie, die wir auch immer wieder kommunizieren. Da gibt es eine ganze Reihe von Elementen. Und die Zielvorstellung ist natürlich, dass sich die Stadt großstädtischer versteht. Das gibt immer natürlich auch Spannungen, das ist natürlich auch klar, da muss man nur die Siedlungsstruktur anschauen. Aber Oldenburg ist eine Universitätsstadt, hat interessante Firmen in den ganzen Zukunftsfeldern und dieses Verknüpfen mit einer weltoffeneren Einstellung, was auch eine andere Integrationspolitik bedeutet, das ist das Programm oder die Vision von mir aus. Das haben wir ja auch immer offen kommuniziert und dahinter haben sich ja auch ganz viele Menschen versammelt. Und wenn wir jetzt die letzten Monate insbesondere anschauen, wo der Blick von außen auf Oldenburg ja immer stärker wird und auch die Bewertung, dann bin ich der Meinung, sind wir da auf einem guten Weg. Auf das Großstädtische kommen wir gleich nochmal. Einen kleinen Einschub möchte ich bringen. Sie haben auch mal gesagt, Oldenburg soll cool werden oder eine coole Stadt werden. Was macht denn eine coole Stadt aus? Also Wissenschaft ist ja an sich eher uncool, wenn man es so sagt. Ach, das finde ich nicht. Das hängt davon ab, mit welchen Feldern sich Wissenschaft beschäftigt. Das, was ich als Coolness oder cool bezeichnet habe, ist, dass wir eine Vielfalt von Lebensstilen haben, dass wir ein sehr, sehr hohes, interessantes, breit gefächertes Kulturangebot haben und all das haben wir. Und das hat sich zum Teil auch dann nochmal breiter aufgestellt und wir haben zum Beispiel, ohne jetzt die anderen mit erwähnen, aber wenn wir sehen, wie das Staatstheater zum Beispiel das Staatstheater wirklich nach vorne gebracht hat, wenn ich nur an das Stichwort Tanztheater denke, das ist alles auch cool. Und das empfinden auch Besucher, die in die Stadt kommen. Und da ist für mich so ein bisschen ein Gradmesser die Vielzahl von internationalen Gästen während des Filmfestes. Denn die haben nochmal einen ganz anderen Blick. Die kommen von New York, die kommen von Los Angeles, die kommen von Toronto und von woher auch immer. Und die haben ja eine ganz andere Erwartungshaltung. Und die finden Oldenburg deswegen so toll und spannend, weil es den Spagat schafft zwischen einer gemütlichen Großstadt mit einer hohen Identität auch der Bevölkerung mit ihrer Stadt auf der einen Seite, aber auch der Aufgeschlossenheit und der Experimentierfreude auf der anderen Seite. Das Staatstheater und das Filmfest, das sind jetzt die ganz großen Kulturdampfer, mit denen man nach außen strahlt. Aber wie soll das weitergehen? Es gibt ja halt auch die ganzen kleinen Institutionen, oder die Kulturetage ist ja nicht klein, aber die zum Beispiel muss damit mit wegbrechenden Sponsorengeldern kämpfen. Das Filmfest muss auch mit weniger Geld klarkommen. Man muss doch sagen, wenn eine Stadt sich darüber definiert, ein, ich sag's noch mal, cooles Kulturprogramm zu bieten, dann muss man auch Geld in die Hand nehmen. Ist das mittelfristig denn eigentlich realistisch? Wir machen ja mehr. Also es ist ja nicht so, und da gibt es ja auch ziemlichen Konsens innerhalb der Politik, bei eigentlich fast allen Fraktionen, dass der Kulturbereich nicht der Bereich ist, wo wir sparen sollten. Abgesehen davon, das sind ja relativ kleine Beträge in absoluten Zahlen. Und wir haben den Kulturetat in den letzten Jahren mehrheitlich immer, zwar mit wechselnden Mehrheiten, aber mehrheitlich immer weiter ausgebaut. Und das ist auch richtig so. Und vor allem haben wir den Bereich ausgebaut, wo wir sicherlich noch zu wenig kleinere Institutionen unterstützen. Beim Staatstheater liegt der Fall ja völlig anders. Da finanzieren wir nur zu 25% mit. Da gibt das Land den Takt vor. Aber auch da ist es so, die Landesregierung wird zum Beispiel im nächsten Haushalt
wiederum den Kulturbereich deutlich ausweiten. Also in Niedersachsen auf der einen Seite, aber auch in Oldenburg sparen wir gerade nicht an der Kultur. Dass da viele Akteure noch nicht mit zufrieden sind und dass wir insgesamt zu wenig für den Kulturbereich ausgeben, damit rennen sie bei mir offene Türen ein. Zum Großstädtischen, zum Urbanen zählt natürlich auch halt die Bebauung, hatten wir eben jetzt schon mal kurz angesprochen. Da gab es ja für Oldenburg eigentlich ganz große Pläne. Gibt es zum Teil immer noch, zum anderen Teil hört man nicht mehr viel davon. Bahnhofsviertel, Hafenviertel, Hafenviertel gerne auch als Juppie-Viertel verschrien. Wie soll es da eigentlich bis 2014 weitergehen mit diesen ganzen Großprojekten Fliegerhorst, Donnerschwee? Also bis 2014 werden wir am Fliegerhorst realistischerweise nichts hinbekommen. Erstens gehört das Gelände noch der BIMA, die ist noch gar nicht entschieden, was sie damit machen will. Wir hatten ja überhaupt nur ein Vorkaufsrecht für eine relativ kleine Fläche, die jetzt auch mit dem Solarpark dann belegt ist und dadurch auch erstmal gesichert ist. Wir haben eine angenehme Ausgangsposition dahingehend, dass wir eine attraktive Stadt sind, deswegen viel Zuzug haben, aber mit dem großen Nachteil, dass wir zu wenig Wohnraum haben. Wir haben eine Leerstandsquote letztlich von fast null und wir müssen schauen, dass wir die unterschiedlichen Bedürfnisse von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen auch bedienen können. Da ist der Hauptakteur natürlich die GSG. Die GSG macht jetzt ein ganz ehrgeiziges Wohnungsbauprogramm für 100 Millionen Euro. Das wird sicherlich den Wohnungsmarkt in den nächsten Jahren verändern. Wir haben ein großes Projekt vor uns, was wir hoffentlich mit Oldenburger Firmen auch entwickeln können, nämlich Donnerschwee-Kaserne. Also das sind einfach nur mal Volumina, wo man den Wohnungsmarkt nachhaltig entlasten kann. Aber es ist natürlich klar, die Wohnquartiere müssen unterschiedlich ausgerichtet werden für unterschiedliche Bedürfnisse und Geldbeutel. Und natürlich ist der Hafen ein interessantes Gebiet, wobei es da auch Nord- und Südufer gibt. Da sind wir noch lange nicht so weit, wie wir da weit sein sollten. Das kann aber sein, dass es dann doch relativ schnell geht. Was den Wohnraummangel, sicherlich eines der drängendsten Themen in Oldenburg angeht, haben Sie sich mal weit aus dem Fenster gelehnt und laut darüber nachgedacht. 10- bis 15-stöckige Hochhäuser, da haben Sie natürlich auch sofort die Quittung für bekommen und sehr, sehr starken Gegenwind kassiert. Fühlten Sie sich da eigentlich falsch verstanden, richtig wiedergegeben, denn letztendlich muss man Oldenburg attestieren, viele Flächen gibt es ja nicht mehr. Also das Problem war ja auch die Fotomontage, weil manche haben einfach für bare Münze genommen, das sind jetzt die schönen Häuser an der Hunde entlang und da hinten gibt es die Mondmaschinen, die 30 Stockwerke in den Himmel ragen und das ist ein konkreter Bebauungsplan, der Investor steht schon da, hat das Geld schon einbezahlt, das ist ja albern. Sondern das ist eine ganz einfache Rechnung. Man muss sich überlegen, wenn man eine begrenzte Fläche hat und man hat einen Bedarf, wie baut man? Und wenn man dann noch das Thema Landschaftszersiedelung überlegt, dann kommt man zu anderen Schlüssen, dass man vielleicht nicht immer nur Einfamilienhäuser bauen kann, wo man drum herumlaufen kann. Auch aus energetischen Gründen, aus ökologischen Gründen, was ÖPNV angeht, ist eine andere Wohnbebauung natürlich sinnvoll. So. Und dann ist es ja nicht so, dass wir hier kein 10-geschossiges Gebäude in Oldenburg haben. Jetzt ist die Frage, was man politisch auch durchsetzen kann. Da bin ich in der Zwischenzeit gelassener als vielleicht damals bei meiner Formulierung. Denn es ist auch Aufgabe der Politik, für diese Probleme Lösungen zu finden über Bebauungspläne, Baugenehmigungen und so weiter. Sie nehmen die schöne Überleitung aus dem Mund, Politik durchsetzen. Sie haben eigentlich seit Beginn Ihrer Amtszeit knapp 3/4 des Rates grundsätzlich gegen sich, auch wenn mit wechselnden Koalitionen das eine oder andere natürlich beschlossen werden kann. Lässt sich so eigentlich vernünftig das Amt ausüben? Ja, also das lässt sich schon, weil Tatsache ist ja, dass wir sehr viele Beschlüsse im Rat auch einstimmig fällen. Viele Beschlüsse laufen mit 2/3. In der Regel bin ich bei dem Beschluss auch positiv mit dabei. Man muss heute einfach zur Kenntnis nehmen, dass die politische Landschaft differenzierter geworden ist. Sie ist unübersichtlicher geworden. Menschen haben manchmal eine Position A, obwohl sie in der Partei sind, die Position B vertritt. Um nur ein Beispiel zu sagen, ich habe mich immer für die dritte IGS ausgesprochen, obwohl die CDU da sehr, sehr skeptisch ist. Man muss einigermaßen fair miteinander umgehen. Und wenn man keine feste Koalition hat, wo man selbst Teil dieser Koalition ist, ist doch völlig klar, dass man, und andere Länder haben da große Erfahrung, dass man dann einfach einen Modus finden muss, wie man einigermaßen vernünftig miteinander umgeht.
Und auf kommunaler Ebene, finde ich, muss das möglich sein. Ist auch in der Regel möglich, denn ganz, ganz viele Projekte haben wir ja gemeinsam vorangebracht. Und so wie die Stadt heute aufgestellt ist, das ist ja das Ergebnis auch von Ratsbeschlüssen. Und das waren immer Mehrheiten. Aber aus Ihrer Perspektive, also Sie verlassen konnten Sie sich eigentlich immer im Wesentlichen nur auf die CDU, auch wenn das bei der EGS da verschiedene Meinungen herrschten. Ja, klar. Das ist jetzt natürlich eine Partei, bei der es drunter und drüber geht. Wird es für Sie in den nächsten 3 Jahren noch schwieriger, Mehrheiten zu gestalten? Das muss man abwarten. Ich kenne ja das Positionenpapier Rot-Grün, das allerdings relativ wenig konkret ist. Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, wie zum Beispiel Klimaschutz. Da sind wir sowieso an der Spitze der Bewegung. Ich meine, wir haben den European Energy Award in Gold. Da machen wir als Stadt schon sehr viel. Da müssen wir noch mehr machen, ohne jede Frage. Nur da muss man auch sehen, da kommen wir schon von einem sehr, sehr guten Ausgangsniveau. Das heißt, wir sind als Stadt schon bei vielen Themen, die jetzt mit Ökologie zu tun haben, ohnehin schon gut. Und da habe ich auch gar kein Problem mit, ganz im Gegenteil.